Herzlich willkommen zum Gemüsekorn-Podcast, ihr Freunde der Hochkultur. Und zusammen mit Tomate schauen wir heute weiter Germany's Next Topmodel. Richtig, man muss sich ja auch mal den wichtigen Themen widmen, nicht immer nur Politik. Also Germany's Next Topmodel, das ist wichtig, das schauen wir doch Heiße. jedes Jahr und jeden Tag und wir haben es schon heiß erwartet. Und es gibt jetzt eine Neuerung, nämlich bei Germany's Next Topmodel. Zum ersten Mal gibt es auch Männer, die da teilnehmen. Also es gibt Frauen, die haben wir hier schon im Hintergrund, seht ihr hoffentlich diese Tierlist. Die haben wir letztes Mal einsortiert in so eine Tierlist. Ich hoffe, ihr Ob habt die wir. Folge gesehen. Ja, die war sehr lustig. Und da haben wir die einsortiert auf einer Skala von Würde bis Abschieben. Und für die Männer haben wir jetzt diese Skala aktualisiert und wir haben da jetzt stehen, Würde in einem Moment der Schwäche. Das heißt, wir werden jetzt auch die Männer in dieser Skala einordnen. Und wenn wir was mit den Männern machen würden, dann natürlich nur in einem Moment der Schwäche. Also, lasst uns fröhlich die Männer sexualisieren. Auf geht's. Richtig. So, da haben wir Aldin. Nicht zu verwechseln mit Aladdin. Ist 22 Jahre alt und kommt aus München. Ein weiteres Model, auf das sich die Germany's Next Topmodel-Fans freuen können, ist, oh Gott, Aldin Zarirovic. Schon bei seiner Teilnahme an, oh Gott, Switzerlands Next Topmodel überzeugte er und belegte den dritten Platz. Aha, ich Da wusste wird man gar ja nicht, dass es in der gebildet. Schweiz das auch gibt, Genau. ja. Und vor allem lustig, er ist der Einzige, wo auch noch der Nachname steht, glaube ich. Bei allen anderen war im Text immer nur der Vorname. Na egal. Also hässlich ist er nicht, aber ich finde, er ist auch nicht so der super Chat-Typ irgendwie. Also ich würde ihn vielleicht zu A, also er hat ein bisschen was Feminines, vielleicht zu A würde ich ihn sortieren. Nicht ganz nach oben. Ja, zumindest mein Eindruck. Aber an sich ist. Er hat halt dieses Modelgesicht auf jeden Fall, ne? Ja, eben, er hat dieses bisschen feminisierte Modelgesicht, ja. Also Also er ist nicht so der harte Chat. er Also ist nicht nicht so der ohne ganz Grund dritter klassische Platz Mann. geworden, ne? Also ich würde A sagen, tatsächlich. Gut. Dann haben wir hier den Armin. Den Namen finde ich schon mal gut. Armin ist 27 Jahre alt und kommt aus Durach. Er ist ein absolutes Multitalent. Als ausgebildeter Software-Developer und mit einem Bachelor in Wirtschaftsinformatik strebt er inzwischen nicht nur einen Master in Informatik an, er will zudem auch noch Model werden. Interessant. Oh, warte, gibt es noch ein zweites Bild? Was haben wir da? Ja, also ich mach's kurz, würde. Im Ja, Moment der komm. Schwäche. Würde ich auch sagen, das ist ein Schmuckermann. In einer lauen Sommernacht mit viel Ja. Alkohol, dann. Naja, wir sprechen jetzt natürlich aus der Sicht der Frauen. Ich denke, viele Frauen würden auf den stehen. Auf jeden Fall. Definitiv. Also, Ja. die würden ihn mir vorziehen gegenüber ihm. Wahrscheinlich tatsächlich, ja. So, du wieder? Bao Hui ist 22 Jahre alt und kommt aus Köln. Er studiert Wirtschaftsinformatik und verbringt viel Zeit mit seiner Freundin und seinem Kater. Außerdem spielt er gerne Videospiele und probiert sich mit neuen Outfits aus. Sag mal, ist das irgendwie so ein Ding, die Frauen andauernd Lehramt und bei den Kerlen hier irgendwas mit Informatik? Ja, fast so, als gäbe es da irgendwie unterschiedliche Präferenzen zwischen den Geschlechtern, Eben doch. in dem, was man lernt. Du hast noch mehrere Bilder, genau, da können wir mal gucken. Also, Also hui. hier sieht er aus wie bei Mortal Kombat so ein Typ, der so ein Zwischenboss. Er sieht halt aus wie in einem Anime der Hauptcharakter, so, Ja. weißt du? Also mit diesen blondierten Haaren. Ach, ich weiß nicht. Also meins ist er gar nicht, so muss ich sagen. Nee, also gerade auf dem ersten Bild ganz schlimm. Nee, also ich würde tatsächlich sogar sagen, abschieben. Ja, so schlimm? Oder C, aber nicht höher. Was meinst du? Ah, ich Also. sag C, er kann ja programmieren. Da ist C als Ja, ja. Programmiersprache passend. Ja, okay. Wadunz. Du wieder? Nee, Ach nee, du. ich, Entschuldigung. Entschuldigung. Dominik mit C. Dominik ist 20 Jahre alt und kommt aus Kaltenburg-Lindau. Er möchte beweisen, dass man auch mit einem femininen Körper als Male Model durchstarten kann. Ist das ein Ens? Schon, oder? Na, da hätten sie Also doch ich nicht habe. R geschrieben, oder? Naja, einen Trans halt. Wisst ihr, dass er mal eine Frau war und jetzt ein Mann ist? Ach so. Nee, glaube ich nicht. Oder? Er ist einfach so ein feminines Wesen. Okay, krass. Also, sorry, bei ihm, ich Er ist habe halt halt so jetzt ein nur dieses eine Softie. Bild.
Ja, aber er wirkt halt auch null männlich. Das sieht extrem weiblich aus. Diese langen, glatten Haare, dann diese, guck mal, dieses Armband, das ist natürlich auch ein Regenbogenarmband, was er hat. Ja, ja. Da wird schon irgendwas los sein. Ich sag abschieben. Ja. Ich finde, er hat auch einfach kein reden. Hübsches Gesicht. Tut mir leid. Also. Nee. Nee. Gut, weiter. Tschüss. So, jetzt haben wir Dominik mit K. Ist 27 Jahre alt und kommt aus Waltenhofen. In seiner Vergangenheit konnte er bereits wertvolle Model- und Schauspielererfahrung sammeln. Was? Sammeln können? Okay, das ist falsch. Bild halt. Er weiß also genau, wie es ist, in andere Rollen zu schlüpfen. Bei dem haben wir richtig viele Bilder. Oh, stimmt. Ja. Okay. Ja. Ja, wir wollen da natürlich den Typen mehr sehen. Er hat ja so ein Urlaubs-Insta gemacht oder sowas, keine Ahnung. Ich würde meinen würde. Oder A. Also, das ist ein schmucker, durchtrainierter Mann. Ich versuche es gerade so aus Sicht der Frauen. Würde schon, oder? Ich bin auch so zwischen Würde und A hin und her gerissen. Vielleicht A. Ich glaube, er ist gar nicht so groß. Das sage ich selber als Typ, der nicht so riesig ist, aber das ist leider bei Frauen nur mal ein Thema. Also, ist eher so Tom Hanks Größe. Tom Cruise meine ich. Ich würde ihn vielleicht eher auf 1,70 schätzen. Oder 1,75. Was ja nicht klein ist. Ich sag A. Ja, komm, A. Ja. Also ich denke nicht, dass das wirklich so der Würdefall ist. Mhm. Gut. Felix. Wieso kriege ich die dauernd? Nee, den lese ich ja jetzt. Oder? Felix, egal. Ist 20 Jahre alt, kommt aus Passau. Er sagt dem Landleben ade und freut sich auf die große, weite Welt. Seine Leidenschaft, Modeln und Drag. Und ich sage, abschieben. Ja. Unsere Leidenschaft ist kommentieren und weg. Ja, genau. Nee, das ist. Am Ende haben wir ja Platzprobleme unmännlich. Im Flieger. Ja. Ja, der ist einfach sehr unmännlich. Gut, so, dann haben wir Franz. Der 19-jährige Franz kommt aus Lübeck und ist im ersten Jahr seiner Ausbildung zum Industriekaufmann. Er lebt für die Kunst und setzt sich für seinen queeren Lebensstil ein. Das ist krass. Junge, bis dahin warst du okay. Eben, also ich finde, er hat ein ziemliches Chat-Gesicht. Also, ich weiß nicht, ganz ehrlich, wenn ich so ein Bild sehe vom Ersten oder Zweiten Weltkrieg von irgendwelchen Soldaten, die da rumhocken im Schützengraben, das könnte der sein. Also er hat so ein richtig sehr deutsches Gesicht, finde ich. Also das ist jetzt die Frage, was macht man? Also rein vom Aussehen würde ich sagen, gut, er ist auch noch jung, vielleicht nicht ganz würde, aber A, vom Aussehen auf jeden Fall mindestens. Aber mit diesem Text, mit diesem queeren Lebensstil. Wir sind mal wohlwollend und sagen, das gewöhnt er sich noch ab. So eine Jugendsünde. Ja, also B vielleicht? B oder ja, lass A. Mal B, lass mal B, lass mal B, wir haben noch keinen Mann bei B. Gut. Gut, dann du wieder. Ah, oder ich muss. Wir haben den Frieder. Aha, er ist auf jeden Fall groß, ist 25 Jahre alt, kommt aus Berlin. Er ist für seinen extravaganten Style bekannt. Doch das ist nicht alles. Mit seinem großen Herz und seiner offenen Art möchte er Heidi von sich überzeugen. Jetzt muss ich mal kurz ranzoomen hier. Es ist doch ein Ohrring, ne? Ist kein Grafikfehler, ja. Aha. Ja. Und er hat auch, guck mal, den Ring am Daumen. Ein Daumenring? Was ist das? Okay. Aber an sich ist das, denke ich, ein gut aussehender Mann. Aber mit dem Schmuck, bin ich nicht ganz so Fan. Also ich würde ihn zu A tun. Ich denke auch, dass Frauen jetzt nicht so final da anspringen drauf. Vielleicht also er ist perfekt für halt den Laufsteg, aber... Ja, ja. Also sagen wir mal A, oder? Ich denke, darauf können wir uns einigen. Also hässlich ist er auf jeden Fall. Man muss auch jetzt schon sagen, wenn man das hier mal vergleicht mit den Frauen, die Männer sind irgendwie bis jetzt, finde ich, ansprechender. Ja, mal gucken, was noch kommt. Ne? Hab ich das Gefühl. Wollen wir noch nicht das letzte Urteil erfällen. Was noch kommt. Du wieder. Germaine Kote, mit Nachnamen, siehst du, hat sich mit rund 780.000 Followern auf der Videoplattform TikToks bereits eine starke Fanbase aufgebaut. Nun möchte er bei Heidi groß auftrumpfen und ist 19 Jahre alt aus Kassel. Jo. Also zumindest, er hat ein sehr markantes Gesicht. Ja, auf jeden. Erinnert mich hier an, wie heißt er? Jimi Hendrix, glaube ich? Ja, ja.
Ich würde ihn zu C tun, also einfach kommst, weil er mein Typ ist. Du kommst nicht in den Flieger, Junge. Nee, ich würde ihn zu C tun. Ich würde ihn sogar fast zu B packen, ehrlich gesagt. Ja? Ja, ja, komm, dann mach mal B. Mach mal B wegen mir. Also aus. Wenn wir jetzt wirklich mal von der Model-Geschichte ausgehen, den kann ich mir auf dem Laufsteg vorstellen, ohne Probleme. Ah, das, weißt du, was ein bisschen Problem ist? Ich finde, der hat ganz schön dünne Arme. Und der Körper, also... Ich finde die Arme im Vergleich zum Körper sogar relativ wirklich? Dick. Ja, ja. Ich weiß nicht. Also ich finde den Körper halt ein bisschen schmächtig, aber... Ja, das meine ich irgendwie, der Körper, ich weiß nicht. Irgendwie wirkt der so ein bisschen schmal. Also, aber das, was ja nichts Schlechtes ist. Im Model-Umfeld ist das ja perfekt. Vielleicht, ja. Ja, komm, B ist gut. Okay. Lass uns so. Gut, ich wieder, Julian und Lukas. Jetzt haben wir zwei auf einmal, komischerweise. Sie, großgeschrieben, kommen direkt im Doppelpack. Julian und Lukas sind die 24-jährigen Zwillinge dieser Staffel. Die beiden Frankfurter stehen nicht das erste Mal auf dem Laufsteg. Im vergangenen Jahr liefen sie bereits auf der Berliner Fashion Week. Ob sie Heidi von sich überzeugen können? Und wir haben wieder mehrere Bilder. Julian und Luca haben sogar ein gemeinsames Profil. Ich krieg hier wieder diese Vibes. Ich sag Würde. Ernst? Ich sag Würde, safe. Ja, ja. Guck mal, die haben ein richtig schönes, markantes Gesicht. Ja, mit den Haaren, gut. Ja, vielleicht wegen den Haaren auf A. Also das mit diesen blondierten Haaren finde ich nicht so der Hit, aber... Gut, das ja mit den Haaren ist ja so transformabel. Also die können die umfärben lassen. Da haben die auch, glaube ich, keine Probleme mit. Aber ich finde, die haben ein markantes Gesicht und auch schöne Schultern. Jetzt zum Beispiel der hier rechts im Bild. Also wirken beide für mich gut traditionell männlich. Also ich sage mindestens A, vielleicht sogar Würde. Aber wahrscheinlich eher A wegen den Haaren. Ich denke, als Frau hast du dann irgendwelche Sandwich-Fantasien, also dann eher Würde. Ja. Ach so, okay, ja, wegen mir. Ja, wir haben ja gesagt, ein Zweifel. Du kriegst hier zwei für eins, also, ne? Ja. Okay, du wieder? So, jetzt haben wir Linus, also Harry Potter, sehe ich hier gerade mit im Chat-Modus. Ist 25 Jahre alt und kommt aus Berlin. Er, großgeschrieben, hat bereits einige Modelerfahrungen in den USA. Ob das dem Sportbegeisterten eine Hilfe ist. Also wie gesagt, ich finde halt, er sieht aus wie Harry Potter mit ein paar Muskeln. Ja, ich sag ganz klar Würde. Ja. Also der, würde ich jetzt sogar sagen, wäre vielleicht von allen, bis jetzt der Beste. Haben, der Beste, ja. Ah, komm, keine Diskussion. Nicht, dass hier die Würdeleiste noch voll wird. Was wäre Würde los? So. Jetzt haben wir Livingston mit E. Ah, der sieht ein bisschen aus wie Lionel Richie vielleicht, keine Ahnung. Livingston ist 23 Jahre alt, kommt aus Berlin. Sein großer Traum, er möchte Modedesigner werden. Ja, also der hat auch so ein bisschen so eine leicht schwule Ader also, irgendwie. Guck dir mal ja dieses, was er da um den Arm, dieses Bindel, um den Bizeps hat. Ja. Und dann sieht er aus, als würde er einen Müllsack tragen. Ja, dieses Oberteil, ja. Warum sehe ich seine Schlüpper? Also, Ein paar Bilder weiter noch. Achso, da ist er im gleichen Outfit. Zieh die Hose hoch, Junge. Aber ich finde, er hat ein richtig hübsches Gesicht. Ja, sieht halt so ein bisschen spanisch aus irgendwie, ne? Ja, 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 ja. Oh, und ist Pokémon-Nerd, okay. Das wertet ihn auch. Oh Gott. Und das ist wieder vorbei. Also, so, das ist das beste sagen, Foto hier. Wegen mir B. Wegen mir B. Ja. Weil ich sein Gesicht gut finde, aber... Ja. Naja, der Rest, Stil, der passt halt zu den anderen Bs, finde ich auch, die wir da haben. Ja. Gut. Du wieder? So, jetzt haben wir Lukas. Auch er hat sich in die Castingshow was? Getraut. Okay, also Pilz, es läuft bei euch mit eurer Rechtschreibung. Der 24-jährige Lukas aus Norderstedt hat über 17.000 Follower auf Instagram. Lukas Schwarzer hat nicht nur Social Media, sondern auch TV-Erfahrung. Im Soap Dauerbrenner Köln 50667 spielt er die Rolle des Stevie. Aha, der ist also sogar Schauspieler. Mach mal weiter, ein paar Bilder. Achso. Wir haben nur das eine. Boah, wenn ich von dem Bild gehen müsste, würde ich sagen, schon Würde. Also viele Frauen finden ihn bestimmt super. Mhm. Ja. Versuch die ganze Zeit mich zu erinnern, an wen der mich erinnert. Das ist so irgendjemand aus den 90ern. Irgendwann. Aber ja, definitiv. Vielleicht Brad Pitt oder so sogar? Nee, so einen Deutschen, aber ich komme gerade. Ach so. Ist egal. Okay, okay.
Also, ich würde auch würde sagen. Jo, sagen wir Marvin oder Marvin. Marvin ist 22 Jahre alt und kommt aus Bielefeld. Als Prinz in Ghana ist er eine Berühmtheit. Das schafft er auch Heidi zu überzeugen. Warte. Ist das der Typ, der immer diese E-Mails schickt mit? Ich bin zu reich, gib die Million. Die kommt von dem Marvin. Das ist der Prinz. Genau. Ich habe so viel Geld und muss das jetzt auf ein anderes Konto schaffen. Bitte helfen Sie mir. Anscheinend hat er jetzt alles verpulvert und jetzt. Jetzt will er Model werden. Marvin, Prinz aus Ghana? Okay, krass. Ich würde sagen, wir sind generös und der Flug nach Ghana ist all-inclusive für dich. Ja, würde ich auch sagen, ja. Gut. Oh je. So, Max. Der kann gleich mit in den Flieger. Ich soll gar nicht vorlesen. Ach, come on, Max. Also, Max ist 20 Jahre, kommt aus Berlin. Woher auch sonst? Als Nachwuchsdesigner hat er bereits Modelerfahrung und will jetzt seinen großen Traum verwirklichen. Ich weiß nicht. Es ist so wie bei dem anderen Foren, die Arme im Vergleich zum restlichen Körper sind zu groß oder andersrum. Ja, genau. Also bei ihm hätte ich jetzt auf keinen Fall gesagt, dass er zu schlaffe Arme hat. Aber also bei ich finde halt das Gesicht komisch. Also hat der geschminkte Lippen? Und dann diese blondierten Haare, der sieht so ein bisschen aus wie die Anze bei den Mädels, wo wir uns über die Kurzhaarfrisur zerrümmelt haben. Also. Die haben aber auch nicht in den Flieger gesetzt. Also ich wäre dann auch für C. Ja, nicht abschieben? Ja, wegen mir. Gut. Ich denke, für abschieben haben wir jetzt gleich noch jemanden. Achso, ja. Maximilian Krah in schlecht. Ja. Maximilian, okay. Ist 21 Jahre alt, kommt aus Wien. Auch der Österreicher will dieses Jahr von Model Mutti Heidi ganz viele Fotos bekommen. Ja, der kommt in Flieger, safe. Die also, Ohren. Das Junge. Da geht gar nichts. Auch die Frisur geht so überhaupt nicht, finde ich. Das sieht so aus, als hätte er sich die selber geschnitten, die Haare. Ja. Also. Ich krieg schon auch hier Hose, so komische Ends-Vibes. Ja, übelste Ends-Vibes. Also, der hat auch keine starken Schultern und nichts. Das könnte auch eine Frau sein. Also, ja, abschieben. Da gibt es keine Widerrede. Also, ich mache mich jetzt ganz unbedingt aus. Diese Person hat so diesen Vergewaltigerblick irgendwie. Alter, okay, gut. Nee, weg. Ja, nee. Weg. Ich denke auch, dieser Mensch wird in dieser Show auf Opferpunkte die ganze Zeit setzen. Wahrscheinlich. Ach, oh, den ich habe ihn jetzt gar aber nicht. Naja, okay. Wir können es uns ja denken. Wir können es uns denken. Er kommt. Habe ich vielleicht vergessen. Abschieber. Vor lauter Schock zu speichern. Ja. So, dann haben wir Pizzi. Lese erstmal, aber das Bild schon. Ist 33 Jahre alt und kommt aus Hamburg, aus der Hafenkneipe. Mit seiner markanten Frisur, seinen auffälligen Tattoos und seinen bunten Nägeln steht er immer im Mittelpunkt. Jetzt will er Heidi überzeugen. Das ist echt so der Endgegner im Schwulenclub, oder? Wenn du schon von vier Leuten rangenommen wurdest, dann kommt noch der Pizzi um die Ecke. Was macht ihr mit meinem Freund? Das mach ich. Alter, also ich sag abschieben. Also, ich glaube auch nicht, dass Frauen den schön finden. Nee, also auch die Lippen allein schon, diese dicken Lippen, die da macht, da passt auch für mich nicht zusammen. Die genau. Frisur erstmal wieder, dieser Vogohila. Der Bart finde ich eigentlich okay, aber die Lippen sind übelst fake irgendwie. Vielleicht sind die sogar gespritzt. Und dann diese lackierten Fingernägel und vor allem die vielen Tattoos, also da passt. Und oh, warte mal, jetzt gerade, wo mir das noch auffällt, dieser hinten der lange Teil in seinem Fugulier, die gehen ja so seitlich, also als hätte der die sich noch mit einem Glätteisen bearbeitet oder so. Stimmt. Also, der hat was extrem Feminines. Ja, der Ohrring dann noch, das passt ja alles. Ja, ich sag abschieben. Als hätte man so einer KI gesagt, du hast jetzt den übelsten Hafenkneipen-Typen. Und mit Tattoos und Bart und was weiß ich. Und jetzt mach feminin hoch 10 draus. Das stimmt. Ja. So. So, Yannick. Oh, warte, das Bild habe ich auch vergessen. Verdammt. Ich habe das Yannick. Doch gespeichert. Naja, gut. Egal, wir können es uns denken. Yannick, lass mal lesen. Der nächste Kandidat, der in der diesjährigen Staffel zu sehen ist, Yannick Schulze.
Auf Instagram zeigt sich der 20-Jährige aus Gladbach zwar noch bedeckt, aber das wird sich in den nächsten Wochen bestimmt ändern. Ja, zeig den mal, den 20-Jährigen aus Gladbach. Hm. Ja. Da ist Yannick im Bild irgendwo. Ja, hinter der Kamera und hier ganz verwackelt. Selbst mein scheiß Handy hat eine bessere Kamera. Aber ja, warte, also die Frisur, guck mal, auf dem zweiten Bild, da sieht man die Frisur am besten, die ist halt echt nicht gut. Ja. Und dann, oh, das, was er trägt, dieses Oberteil, das trägt auch kein Mann. Ja. Kein Hetero-Mann. Also ich habe hier wieder extreme Ends-Vibes. Ja, also sagt irgendwas zwischen Abschieben und D, C, genau. C und D, ja, genau. Ah, ich würde von mir aus sagen, sogar Abschieben. Er ist nicht männlich. Ja. Oder C. Ja, komm, lass C 20. sagen. Er kann noch was aus sich machen. Genau. Er kann noch was aus sich machen. Weil er keine Tattoos hat wie der Pizzi. Der ist verloren. Wir sind gütige Götter. Ja, genau. Okay, gut, du darfst wieder. So, jetzt haben wir Yusufa. Ist 25 Jahre alt und kommt aus Bremen. Er gab mit knapp 17 Jahren sein altes Leben in Gambia aus. Jetzt möchte er als Model durchstarten. Und wir haben noch ein Farbbild. Okay. Was macht er denn hier? Ja, als Model durchstarten. Ja, aber klar. Arbeitet er auch oder kassiert er nur? Demnächst als Model, pass auf. Also jetzt mal rein vom Aussehen, natürlich sieht er gut aus. Aber ich ziehe ein bisschen die Geschichte aus Gambia. Er ist auf jeden Fall richtig gut definiert. Ja, auf jeden. Also vom Aussehen, da brauchen wir nicht drüber reden. Das heißt, er ist mit 8 losgezogen. No? Ja, warte mal, er gab mit knapp 17 Jahren sein altes Leben in Gambia auf. Nee, er ist doch jetzt 25, er ist vor 8 Jahren. Mit 17 Jahren. Nee, Entschuldigung, ich habe den Satz falsch gesagt, ich habe verstanden. Er ist seit 8 Jahren in Deutschland. Aha, seit 2016. Also, oder vielleicht sogar seit 2015, wenn die Staffel R gedreht wurde. Also, das ist ein Kassierer, sag ich. Das ist einer, naja, klar, der hat halt Asyl gerufen. Ja, ja. Macht jetzt hier sich ein schickes Leben und macht bei sowas mit. Deswegen sage ich schon allein abschieben. Das kann ich nicht unterstützen. Doch, das passt schon. Ja. Wir dürfen nicht bloß nach dem Fleisch gehen. Ja. Auch die Taten. Ja, also gut, der Flieger ist doch ziemlich voll. Ja, aber wir haben, denke ich, bei Würde ein paar gute Kandidaten. Ja. Und da vielleicht nochmal eine Top-Kür, einen Top-Mann und eine Top-Frau von Würde. Warte, ich kann ja mal ein bisschen ranzoomen. Ja, und ich sag, die Top-Frau ist für mich die vierte, mit ganz klarem Abstand, die Leonie. Ich nehme die erste. Die erste, wirklich? Interessant. Okay, und bei den Männern. Bei den Männern würde ich sagen, der Linus, wahrscheinlich der Vorletzte. Der Harry Potter in trainiert. Ich sag hier der Erste. Der Erste, ja, okay. Ja. Ja, interessant, ist für jeden was dabei. In einem Moment der Schwäche. Harry. Leviosa. Ja, okay, jetzt ist es komisch. So. Ja, schön. Jetzt sind wir doch hier gut durchgekommen. Yep. Gerne wieder. Schreibt uns, wie es euch gefallen hat. Das war jetzt mal was ganz anderes, ganz aus der Reihe. Das ist vielleicht das ultimative Clickbait-Video für uns, dass wir mal mit Germany's Next Topmodel Klicks machen. Achso, was müssen wir noch machen? Wir müssen jetzt sagen, wer gewinnt den Spaß? Also ich glaube, es wird ja nicht so sein, dass nur einer gewinnt, sondern halt Mann oder Frau. Ne? Wahrscheinlich, es wird einen besten Mann geben und eine beste Frau. Jetzt müssen wir versuchen, wie Heidi Klum zu denken. Wer von den Leuten wird's hier? Oh, da müsste ich jetzt wissen, warte mal, da müsste ich jetzt GNTM-Sieger, gebe ich mal ein. Aha, krass, da hat zum Beispiel letztes Jahr schon ein ganz schönes Ends gewonnen. Eieieiei. Lou N. Gleisen Nebner Teski. Eieieiei. Schöner Name. Aber auch ein paar ordentliche Frauen hier teilweise. Jacqueline Frug zum Beispiel fällt mir auf. Ich denke nicht, dass du zweimal hintereinander Ends gewinnen darfst. Nee, das stimmt, wenn ich das hier so sehe. Ja, also es sind auch tatsächlich mehrheitlich richtig hübsche Frauen, die hier gewonnen haben. Also es sind nur ein, zwei Ensens, die da gewonnen haben. Meistens, die Ensens kommen wahrscheinlich recht weit so, aber gewinnen dann doch nicht das ganze Ding. Also wer gewinnen wird bei den Frauen? Naja, gut, was soll ich denn? Achso. Ich denke, man muss halt hier wirklich in Betracht ziehen, dass, wie du schon sagst, da
Zickenkrieg anscheinend herrscht. Ja. Und das kann viele zermürben. Deswegen, ich denke, du bist, wenn du so 19, 20 bist, schaffst du das in der Regel nicht. Also du musst schon irgendwie eine gestandene Persönlichkeit haben. Deswegen würde ich auch da wieder fast auf die Leonie tippen mit ihren 24 Jahren. Die vierte oben. Die sieht Bombe aus und die ist 24. Ist, glaube ich, ich weiß nicht, ein bisschen gefestigter. Können wir mal hier unten anfangen, Ausschlussprinzip. So. Irgendjemand aus dem Flieger. Ja, das Gewinnen, nee. Ja, ist halt schwierig einzuschätzen. Das ist so aus. Es ist wirklich schwierig. Sehr, sehr schwierig. Naja, ist ja jetzt eh nur ein Gag, wir brauchen das jetzt nicht zerreden. Ja. Also ich tippe halt auf die Leonie, dass sie es auch gewinnt. Und bei Männern, ich glaube bei Männern, ganz ehrlich, bei Männern machen die eh noch traditionell. Also bei Männern wird es wahrscheinlich nicht so ensig sein irgendwie. Weil ich meine, naja, ganz ehrlich, weil die schauen sich mehrheitlich Frauen an und die wissen, worauf sie stehen. Deswegen sage ich, also da würde ich nach oben scrollen, wenn ich du wäre, wenn ich wissen will, welcher Mann gewinnt. Da würde ich halt auch sagen, hier entweder der Linus, der jetzt ganz links ist, in der oberen Reihe, oder der, den du gesagt hast. Ich denke einer von den beiden. Ich denke, der Typ hier im Auto wird es werden, neben Harry Potter. Stimmt, der kann auch sein. Der ist auch Schauspieler und so. Vielleicht rufen den für den viele an. Ich glaube, das geht ja irgendwie mit Anruf-Voting. Ich habe keine Ahnung. Kann gut sein, ja. Und bei den Frauen? Ha? Nee. Die bei B, ich, die dritte, ich pass auf, meinst du nicht? Ich sag jetzt hier, wo ist jetzt hin? Ja. Wo sind jetzt hin? Hier, die dritte bei C. Könnte sein. Könnte auch sein, ja. Die hat auch was Modeliges irgendwie, sowas. Ich könnte mir halt auch den Lenny Kravitz hier vorstellen, bei B. Die ist was für ein Chibo-Katalog. Ja, genau. Ja, die sind alle was für Chibo. Ja, das passt. jeder gewinnt, siehst du. Hier gewinnt jeder. Ja, Mensch, das war doch lustig. Und wie du schon sagtest, das ist jetzt unser Booster hier. Beim YouTube-Algorithmus. Ja. Jetzt sind wir endgültige Klickhuren. Richtig. Dann macht's mal gut, Leute. Ciao, ciao.